with the ghost. Okay, let's try something different. I be that young rapping dude, might just trap with you. Coming with the thunder, baby, might just clap it through. I roll out in the morning light with that Harley bike. Einen elastischen guten Tag, wünsche euch, kommt gleich zum nächsten Video und heute, Leute, mach ich wieder eine Reaction drauf. Ich habe schon einmal vor etwa 6 oder 9 Monaten habe ich auch schon mal eine Reaction auf den Mozart Kasch gemacht. Und er hat einen Diss-Track veröffentlicht, welcher gegen einen, wie soll ich das jetzt am besten erklären? Der Song geht gegen einen, sag mal so, gegen einen alten Klassenkollegen zu mir, also gegen den ist ein Diss-Track. Scheiße. Ich kann ernsthaft auch nicht mehr gehen, Alter. Ich bin auch nicht mehr der Jüngste, ja. Und ich bin auch nicht mehr der ich mal einst war. Aber jedenfalls, Leute, ich möchte nicht viel labern dazu und wir stürzen uns direkt mal rein in seinen neuesten Song. Ein Engel, ein Teufel. Produced by Skyzo. Diss-Track LP mit B. Das ist... Und als... und zur Kontrolle, Leute, dass es den Typen auch wirklich gibt. LP mit B. So. Da, seht ihr es? Den gibt's wirklich. Aber, ja, man sieht's ja schon. Er hat einen Diss-Track gemacht. Aber wir reagieren jetzt erstmal da rein, darauf, da roben runter. Okay, ich hab mal die Fresse. Und wir fangen direkt mal an. Also. Beat ist schon mal nice. Yeah. Echo? Yeah. Not bad. Okay, Digga. Okay, Digga. Okay, Digga. It's crazy. Ein Engel, ein Teufel, Digga, wer bist du? Hänge mit der Crew, kiffe viel zu viel. Ein Engel, ein Teufel, Digga, wer bist du? Du bist nur ne Bitch, Nigga, und das weißt du too. Ein Teufel, ein Nigga, halt die Fresse, du Bitch. Ich hab keine Zeit, denn heute wird gekifft. Ist nur Zucker. Eins muss man lassen. Wirklich lassen. Der Beat. Der Beat ist wirklich abnormal geil. Ernsthaft. Jetzt, no shit, Leute. Das ist jetzt unironisch. Unironisch, der Beat ist absolut krank geil. Ein Nigga, halt die Fresse, du Bitch. Ich hab keine Zeit, denn heute wird gekifft. Ist Mozart Kusch, Nigga, Leute können gerne haten. Ist was, was ich will und nicht was du willst. Halt die Fresse, du Bitch. Digga, ich schule jetzt dope. Dann gib mir für die Views. Hater können sagen, was sie wollen. Halt die Fresse, ja, du Bitch. Storytime, Leute. Der Typ, also... von dem der jetzt Mozart Kusch momentan oder Mozart Kusch oder ich weiß, dass einige sagen Mozart Kusch eine und ich sage Mozart Kusch, weil ich finde, es ist halt einfach, ich finde, es klingt halt besser, aber ist hier jedem so seine Sache. Ich will jetzt nicht die viel um ihn rumhacken oder so etwas, aber ich meine, jeder spricht es anders aus. Ich meine, es gibt Leute, die sprechen mich zum Beispiel Elastik aus und es gibt Leute, die sprechen mich Elastik aus. So ist es der Unterschied und so ist es eben auch wie ihm. Aber jetzt mal zu der Story, Leute. Es ist wirklich so, der Typ, also der LP mit B, es ist der... Ich bin einfach sprachlos, Leute. Er ist wirklich ein dreister, mieser Sack. Ernsthaft. Er klaut den Flow von Mozart Kusch. Er klaut mein Content. Er klaut unsere gesamten Formate und alles zusammen. Wegen ihm... Wegen Mozart Kusch hat er auch mit dem Rappen angefangen. Und jetzt wisst ihr was, Leute? Es ist zwar nicht so eine Reaction auf ihn, aber Leute, jetzt ernsthaft. Ich gehe mal zu ihm, okay? Aber mein scheiß Leben. Guckt, Leute, hört mal zu. Leute, da reichen 3 Sekunden. Und man merkt schon, der Typ ist einfach abnormal scheiße. Erstens. Die Musik ist einfach total leise. Die Musik ist einfach total laut. Zweitens, er ist einfach viel zu leise einfach. Man hört ihn überhaupt nicht. Und ich meine, beziehungsweise er und ich, also Mozart Kusch und ich, wir regen uns so
todesübelst auf wegen dem, weil er unsere ganzen Sachen klaut. Zum Beispiel, sagen wir es mal so, es war auch so, zum Beispiel vor etwa 9 Monaten oder so etwas, ich war auch gegen Mozart Cash. Zum Beispiel, ich habe gesagt, hey, weißt du was, ich mache einfach einen zweiten Diss-Track gegen ihn. Das habe ich jetzt no shit gemacht, ich war schon am Schreiben da zusammen, aber Gott sei Dank habe ich das ja auch nie gemacht. Aber was macht er? Der andere, der LP mit B. Er ist ein richtiger Mitläufer. Er sagt, ja okay, ich mache auch einer. Und dann irgendwie Monate später sage ich, okay, der Beef ist sozusagen beendet. Ich mach doch keinen Diss-Track. Was macht der LP mit B? Sagt auch, okay, du hast recht, ich mach auch keiner. Digga, wieso muss er mir und ihm und mir einfach die ganze Zeit hinterherlaufen? Er kann nichts einfach, er ist so verantwortungslos und alles zusammen. Er kann nichts selbstständig machen. Aber Leute, ich will jetzt nicht viel rumhacken, sondern wir schauen einfach weiter. Ein Engel, ein Teufel, verkauf meine Seele, oder wird es leisten? Keine Probleme für Geld, nein. Hat eine Fresse, du bist, wow. Digga, wer bist du eigentlich? Hat eine Fresse, du ho, wow. Digga, ich habe keine Zeit für Hater, nein. Digga, ich habe keine Zeit für die Hater. Alle können gerne reden. Hat eine Fresse, du bist. Digga, ich müsste jetzt kaschen. Im Bend, du, you whip. Hat eine Fresse, du ho. Digga, ich hole jetzt do. Digga, ich hole jetzt am Bro. Du bist nur ein Hater, du ho. Eigentlich bist du nur ein Fanboy. Ja, da muss ich ihm wirklich recht geben. Wie vorhin gesagt, er ist einfach nur ein Fanboy, der halt einfach mir unter ihm einfach nur einfach hinterher rennt und einfach uns die ganze Zeit nachahmt und alles zusammen. Er will so cool sein wie wir alles zusammen. Er setzt alles daran, dass er halt einfach so cool ist wie wir zum Beispiel. Weil, Leute, ich meine, schaut euch mal vor. Er und ich, wir können wenigstens rappen. Wir haben einige Texte auf Lager und uns versteht man. Aber der LP mit B, der Typ da. Und Leute, er ist auch jemand, den ich persönlich kenne. Also nicht, dass ihr noch denkt, dass ich auf jemanden rumhacke, den ich überhaupt nicht kenne. Ich kenne den auch persönlich. Aber nein, ernsthaft. Er macht uns halt einfach die ganze Zeit nur nach. Jedes scheiß Detail. Alles. Wer bist du eigentlich? Halt die Fresse, ja du Bitch. Rolli dope, rolli haste. Fick deine Bitch on your face. Leute können haten, ja. Aber das ist mir egal. Niggas wollen Beef, ja. Und dein Rolli ist weed, ja. Das etwas, Janis, kannst mir Danke sagen für die Views. Was ich einfach nicht gerechtfertigt finde, ist einfach, er macht uns allen zusammen nach, er macht auch ihn nach, er bekommt die ganze Zeit die Klicks, also er, die ganzen Aufrufe und so etwas, die ganzen Klicks, und er bekommt einfach der ganze Shitstorm. Ich meine, dank ihm hatte, Moment, ich zeige euch mal ein Video, okay? Da ist es zum Beispiel nur 16 Views. Aber er hat mehrere Kanäle. Jetzt muss ich das nur kurz finden. Wo haben wir es denn? Es ist so kompliziert und alles zusammen. Da! 233 Views! Weil er seinen Namen erwähnt hat. Zweite Sache. Er hat Diss-Track falsch geschrieben.
Leute, dieses Track schreibt man mit 2S. Und ich kann auch gerne einen Chatverlauf schreiben. Chatverlauf zeigen von mir und ihm. Und in diesem Chatverlauf, er hat bei einer Sache hatte diesen Track komplett falsch geschrieben. Also, wir gehen jetzt erstmal zu Memo. Oder Notizblock oder so etwas. Editor, so. Gehen wir mal so. Ich schreibe euch jetzt mal auf, wie er bei mal diesen Track geschrieben hat. Normalerweise schreibt man ja ein Diss-Track hier so. Diss-Track. Kann ich das irgendwie noch fett machen? Nein, okay, ist nicht so wie bei Word. Aber er hat so geschrieben. Diss-Track. Mit einem S. Und beim Chatverlauf. Leute, das hat mich übelst getriggert. Irgendwie so. Diss-Track. Hat dann mal bei mir im Chatverlauf geschrieben. Ich werde euch vielleicht noch ein Screenshot einblenden. Dann seht ihr auch den Beweis dazu. Das, Leute, es triggert mich. Also es ist wirklich, obwohl ich mach's vielleicht nur so. Dann sieht man es vielleicht besser. Leute, es triggert mich übelst, dass er diesen Track einfach mal so geschrieben hat. Okay. 15. April 2020. Hab bereits auch ein Like gegeben. Schon mal. 0 Kommentare. Okay. Kommt da noch was? Nein. Also das Ende finde ich das die einzige Sache, aber es ist nicht böse gemeint. Es soll irgendwie nur konstruktiv sein. Das Ende finde ich ein bisschen zu lange. Ich meine, da Abspann, sage ich jetzt mal sozusagen, sage ich jetzt mal. Es ist einfach viel, viel zu lange. Also ich meine, ich würde jetzt, wenn ich jetzt so etwas machen würde mit dem Ende, dann würde ich es wahrscheinlich nur so 10 bis 15 Sekunden lassen, wenn ich dann mit einem Track fertig bin und ich habe keine Texte mehr und alles zusammen. Aber sonst, mein Eindruck ist von dem Track eigentlich recht nice. Also ich bin eigentlich recht zufrieden. Ich bin überrascht. Und Leute, der Beef ist wirklich komplett vorbei, alles zusammen. Zwischen Mozart Cash und mir. Und Mozart Cash, Nachricht noch an dich. Ziemliche Props noch an dich. Also ziemlich gut gemacht. Und vielleicht hättest du Bock auf eine Kooperation. Das heißt, vielleicht hättest du mal Lust, mit mir zusammen ein Diss-Track zu schreiben. Auch gegen den gleichen Typen. Weil, ich meine, Leute, das geht gar nicht. Weil, ich meine, ich habe die Gründe gesagt, wieso ein Diss-Track gegen ihn. Also, gegen RapTap, PMFB oder was weiß ich, so. Weil, Leute, er klaut unsere Formate und alles zusammen. Und er gibt uns nicht mal Credits. Ich meine, ich habe auch Reactions gemacht und alles zusammen. Aber er macht dasselbe, aber gibt mir nicht mehr Credits. Oder er fängt mit der Musik an, wo total scheiße ist. Und nicht mal ihm gibt er Credits und alles zusammen. Nichts, nada. Aber keine Sorge. Es wird alles zugekommen. Das schwöre ich, Leute. Das schwöre ich bei Gott. Aber wie gesagt, Mozart Cash, wenn du Bock hast, ich wäre offen für eine Kollaboration. Werde ich offen dafür, dass wir zusammen diesen Track gegen ihn machen. Und ja, und da würde ich mal sagen, das war's für die heutige Reaction. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Gebt einen elastischen Daumen hoch da. Schaut mal bei Mozart Cash vorbei. Juicy Rap Videos, würde ich mal sagen. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao. Leute.